Kannst du mit diesem Ring da Hula Hoop und so? Ich muss sagen, es ist schon sehr lange her, dass ich diese benutzt habe. Ich hatte vor kurzem mal die Situation, dass ich es nochmal probieren konnte. Ich bin kläglich gescheitert. Deswegen haben wir jetzt hier beim Karneval der Kulturen wahre Profis, die uns zeigen, wie es wirklich geht. Wer Lust bekommen hat, das auch mal auszuprobieren, der kann übrigens am Montag zwischen 13 und 18 Uhr beim Rasen der Aktion vorbeischauen und ausprobieren, ob das bei ihm auch so schön aussieht. Ich weiß nicht so genau, ob ich das hinkriegen würde. Lille, probier's doch einfach mal. Und jetzt haben wir ein Interview mit einer Hula-Hoop-Tänzerin. Vielleicht kann die uns verraten, was dazugehört, das Ganze wirklich hinzukriegen. Ja, ich habe mir hier gerade Susanne aus der hupenden Menge gefischt. Susanne, dieses Hooping, das sieht eigentlich nach einer richtig großen, also das sieht nach einer riesen Portion Spaß aus. Das ist bestimmt, vor allem wenn man hier bei der Hitze durch Kreuzberg hupt, richtig, richtig anstrengend. Wie geht's dir? Auf jeden Fall. Ich bin super verschwitzt, total rot, aber es macht riesengroßen Spaß. Ich kann gar nicht aufhören und ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. Ja, da freuen wir uns mit dir. Aber wie lange machst du das schon? Seit ungefähr einem Jahr. Und was hat dich zum Hupen gebracht? Kindheitserinnerungen und auch der Spaß bei der Sache. Alles klar. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview. Wir haben hier natürlich auch noch ganz viel Spaß bei der Sache beim Karneval der Kulturen. Und damit schalte ich rüber zu Lele und Nathalie und wir schauen uns die nächste Gruppe an.